heute macht uns der Roland einen Reindling. Der hat schon alles vorbereitet. Und ich freue mich schon extrem, weil er ist nämlich ein super Reindling-Bäcker. Ja. Als Kärntner kann man das. Da vorbei, als erster Mehl. Ja. Ein gutes Universalmehl. Halbes Kilo. Dann geben wir dazu eine Butter. Dann geben wir dazu ein Germ. Wir machen keine Dampfe. Dampfe haben sie früher gemacht, dass man weiß, dass die Germ noch Triebkraft hat. Braucht man nicht mehr, gibt es gar nicht die Germ. Dann nehmen wir Zucker. Schuss rum. Und eine lauwarme Milch. Dann tut man das einmal einen Kochlöffel vermischen. Und jetzt tun wir es ca. 10 Minuten kneten. Zuerst ein bisschen langsamer. Dann schalten wir 2-3 Minuten ein bisschen schneller ein. Und es geht schon los. Hat eine tolle Konsistenz. Ja, und der duftet super. Aber bevor es zum Teig weitergeht, machen wir unser Mehl fertig. Das ist ja ausgebuttert. Und wir tun jetzt ein bisschen Zucker reinstreuen. Weil das ist dann eine super Karamellkruste auf den Reinling. So, dann nehmen wir Teig raus, Mehl auf die Arbeitsplatte. So, wir tun ihn kurz einmal durchdrucken und eine schöne Kugel machen. So. Ich gebe den Reinling immer, von Tapa gibt es also eine Germteigschüssel, ich gebe ihn immer da rein zum Gehen, weil da trocknet der Teig nicht so aus. Und das nehmen, wenn er fertig gegangen ist, springt der Deckel hoch. Es ist eine halbe Stunde vorbei und schaut sich das an, wie der aufgegangen ist. Ganz fluffig. So, der nächste Schritt ist, wir rollen ihn jetzt dann rechteck aus, dass wir ihn nachher füllen können. Schöne Spannung drauf. Gut. So, jawohl. Als nächstes nehmen wir unsere Zucker-Zink-Mischung. Bestreuen. Und kann man jetzt halt in Lust und Laune befüllen. Hier war von klassischen Zucker-Zink. Geben. Oder was immer man will. Gut, und dann fangen wir ihn einfach. Jetzt kommt das Kunstwerk. Von oben. Das Schwierigste. Schön, eng und fest rollen. Da hat man ihn, wenn man ihn nachher anschneidet,
ganz viele Schichten. So, jawohl. Jetzt machen wir eine schöne Schnecken draus. Streichen, dass der Teig nicht gar so austrocknet. So, noch ein bisschen Wasser drauf sprühen, damit er schön saftig bleibt. Und wir decken ihn zu, dass er nicht austrocknet. So, wir streichen unseren Reinling jetzt mit einem verquirlten Ei ein, damit es einen schönen Glanz kriegt. Und schirm bin bei 170 Grad über Unterhitze für 50 Minuten ins Backrohr. Wichtig ist, dass man gleich rausstürzt, solange man warm ist.